Zum TÜV fahren braucht es nicht nur eine gute Maschine, sondern nach Möglichkeit auch schönes Wetter. Der Love Ride in Dübendorf ist dieses Jahr leider ins Wasser gefallen. Am Vorabend hat es nämlich geschneit, darum sind viele Biker gar nicht erst erschienen. Eine gute Stimmung hat trotzdem geherrscht. Meine Vorgängerin Janet Maggi hat den Anlass wie immer moderiert. Hallo. Eröffnung des Love Rides, der größten Benefizveranstaltung für muskelkranke Menschen in der Schweiz. Besucher, Biker treffen sich hier auf dem Air Force Center Dübendorf zum 27. Love Ride. Herzlich willkommen miteinander. Am Love Ride gefällt mir, dass einfach an einem Tag im Jahr einfach die Muskelkranken hinter den Menschen im Mittelpunkt stehen. Und dass man denen einen unvergesslichen Tag schenkt, dass man die mitnimmt auf eine Biketour, weil sie einfach ihre Mobilität eingeschränkt sind und normalerweise eben auf die Freiheit müssen verzichten. Und das finde ich einfach mega. Wegen des schlechten Wetters sind dieses Jahr nur 1000 Biker anstatt der erwarteten 10.000 gekommen. Janet Maki ist früher selbst TÜV gefahren. Bikes und coole Typen haben sie schon immer fasziniert. Als 16-Jährige ist sie Mitglied einer Heavy-Metal-Clique. Ich war rebellisch, ich habe mir von nichts und niemandem etwas sagen lassen. Ich hatte kein Tabu, ich war eine wilde, freche Göre. Unterwegs im Zug zettelt die freche Göre 1990 einen Streit mit einer Mädchengruppe an. Und der Streit ist ausgeartet am Bahnhof in Zürich. Und zwar so krass, dass das andere Mädchen von der anderen Clique mich mit dem Messer abgestochen hat. Die Messerklinge hat Milz und Leber angerissen und das Herz nur knapp verfehlt. Sie muss sofort operiert werden und hat große Angst vor dem Tod. Im Spital, wo ich doch irgendwie so eine Notoperation haben müssen machen und gewusst habe, mein Leben könnte vielleicht fertig sein, ist mir der Gott eigentlich wieder in den Sinn gekommen. Und ich habe ein Zettel vorgenommen, ganz einfach, und habe mit wenigen Worten darauf geschrieben: Gott, wenn es dich gibt, dann bitte ich dich, dass du mir eine zweite Chance gibst. Und wenn nicht, dann hoffe ich einfach, dass ich bei dir erwachen darf. Die Operation verläuft positiv. Und nach 10 Tagen kann sie das Spital verlassen. Zu ihrer alten Clique kehrt sie nicht zurück. Sie beginnt bei einem Lehrer Schlagzeugstunden zu nehmen. Und der erzählt mir während Schlagzeugstunden von der Liebe von Gott, von Jesus, wo sich interessiert für mein Leben. Und zuerst habe ich gefunden, der spinnt total. Und nach habe ich gesagt, der hat etwas, das ich nicht habe. Der hat mir so von dieser Liebe von Gott erzählt, dass ich gar nicht anders können. Ich wollte den Gott kennenlernen. Doch in ihrem Leben ändert sich wenig. Ich habe weiterhin eigentlich auch als Christin rebelliert. Das heisst, ich habe gemacht, was ich wollte. Ich habe gefunden, ich brauche keine Kirche. Ich kann das ganz gut allein mit meinem Jesus machen, zu Hause im Zimmer. Wie wenn ich jetzt auf dem TÜV sitze. Ich habe schon gesagt, Jesus, komm in mein Leben und übernimm du eigentlich die Führung. Aber ich bin weiterhin auf dem TÜV gehockt und habe gesagt, Jesus, nimm du hinten Platz. Statt dass ich gesagt habe, Jesus, du mir zeigen, wo ich hingehen soll. Janet hat eine weitere Leidenschaft: das Showbiz. 1995 kandidiert sie für die Miss Schweiz-Wahlen. Sie gewinnt nicht, wird aber zu einem Casting eingeladen. So wird sie die Frontfrau der Band Erotic und moderiert auch die gleichnamige Fernsehsendung. Hat sich alles ums Thema Sex gedreht. Und das ist ja die Band auch bekannt worden. Ich bin international umgereist, was ich wahrscheinlich nie die Chance gehabt hätte. Klar muss man natürlich im Nachhinein sagen, wenn ich Fotos gesehen habe oder Videoeinspieler, oh mein Gott, was habe ich gemacht, was habe ich gesungen. Aber dennoch bereue ich es eigentlich nicht. Draußen machen sich die Biker und ihre Mitfahrenden für den Love Ride bereit. Auf was freust du dich am meisten? Weil ich sehe zwar nicht, was rundum, nicht so gut, was rundum passiert, aber ich habe Geräusche und Bewegung. Sensationell. Danke, aber geil, viel Erfolg. Tschüss.
Punkt 11 Uhr geht's auf die rund 60 Kilometer lange Ausfahrt durchs Zürcher Oberland. Jeanette Maki ist in der Nähe aufgewachsen. Für den Love Ride ist sie extra angereist. Wie immer wird sie von ihren Eltern abgeholt. Seit 2012 lebt sie mit ihrem Mann und den beiden Söhnen in Dubai. Es ist jedes Mal unschön, wenn ich nach Hause komme. Also, auch wenn es nur kurz ist oder so, aber es ist einfach, ich blühe dann richtig auf und eben meine Eltern zu sehen. Und es ist mega schön. Also, in Dubai sind wir gelandet, weil mein Mann ein Jobangebot bekommen hat als Pilot. Was ich in Dubai schätze, ist die internationale Seite. Man kommt mit ganz, ganz vielen Nationen zusammen. Und das ist natürlich schon extrem bereichend. Also auch für mich selber jetzt und auch für die Kinder und für die ganze Familie. Jeanette versteht sich gut mit ihren Eltern. Das war aber nicht immer so. Sie war natürlich schon rebellisch. Eine Weile lang ist wirklich Post abgegangen und wir haben schon ein bisschen mit der Wetter. Bei dir ist nicht alles ganz rund gelaufen. Das hat mir Daniela aber das geschickt. Ja, das ist schon herzig. So. Beim Anschauen der alten Zeitungsberichte und Fotos werden Erinnerungen wach. Sie ist schon am Grat gewandert, sagen wir mal so. Und es hat viele Bilder gegeben, wo ich musste sagen, also nein, jetzt geht sie zu weit. Hat er aber auch schöne Bilder dabei gehabt. Schön, ja. Ah, das ist schön. Das ist ein gutes Bild. Das hat er immer gefallen. Auf den Höhepunkt ihrer internationalen Karriere macht sie ein prägendes Erlebnis. Veränderungen kündigen sich an. Ich kann Gott dürfen akustisch wahrnehmen. Und das ist wirklich extrem. Ich habe eine Stimme gehört, die ganz klar gesagt hat, Jeanette, jetzt ist es Zeit, mit dem Erotikzeug aufzuhören. Das ist mir so eingefahren. Ich bin am gleichen Tag bin ich zum Chef vom damaligen Privatfernsehen und habe gesagt, schau, ich kündige, ich mache das nicht mehr. Ich kann es mit meinem Glauben jetzt nicht mehr vereinbaren und ich möchte das Ganze aufgeben. Ihr Leben ändert sich radikal. Sie bildet sich theologisch weiter und bewirbt sich bei Fenster zum Sonntag. Mein Name ist Jeanette Meyer und es freut mich sehr, dass ich Sie ab heute durch die Sendung begleiten darf. Chile im Stade de Suisse. 10 Jahre lang ist sie das Gesicht der Sendung. Alle suchen es und wer es hat, möchte es für immer festhalten. Das Glück. Partikophon. Das war für meinen Traumberuf, Leute können zu porträtieren, nicht nur einfach zu moderieren, sondern eben auch hinter die Kulissen zu sehen. Und das hat meinen Glauben extrem bereichert. Seit 7 Jahren lebt Jeanette Maki und ihre Familie nun schon in Dubai. Wenn sie heute zu Besuch in der Schweiz ist, zieht es sie in den Wald. Auch bei Regenwetter. Also ich glaube, wenn man in der Wüste wohnt, dann sucht man einfach wirklich den ganzen Kontrast oder den Gegensatz, sage ich jetzt mal so. Und da ist natürlich der Wald so etwas Herrliches für mich. Und jedes Mal, wenn ich hier in die Schweiz komme, dann weiss ich, was mir in Dubai fehlt. Eben das wirklich natürliche Grün. Und darum zieht es mich automatisch in die Natur. Wie lange die Familie noch in Dubai bleiben wird, ist offen. Zukunftsmässig wird es immer schwieriger für uns, auch weil die Kinder jetzt in einem Alter sind, wo sie mitten in der Schule sind. Das ist nicht mehr die Primarschule, die man jedes Mal rausnehmen kann. Schlussendlich muss ich sagen, Gott hat es im Griff, Gott hat uns auf Dubai geführt und er wird wieder das Zelt abbrechen, wenn es an der Zeit ist. Darum haben wir das vollste Vertrauen.